Hallo Flirtprofi, was geht ab? Der Sebi hier aus Indien. In diesem Video geht es um das Thema Sex. Yeah! Und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie oder was beim Sex wichtig ist. Denn ich habe gemerkt, das Thema Sex ist für ganz viele Männer ein relativ großes Thema. Auch deswegen, weil relativ oft noch Unsicherheit da ist. Unsicherheit in Form von, dass man sich selbst fragt, okay, inwiefern kann ich meine Sexualität voll und ganz ausleben? Was kann ich machen? Was will die Frau? Was soll ich machen? Was überhaupt? Und in diesem Video möchte ich mit dir mal über dieses Thema sprechen. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis. Wenn du zu einem Mann werden willst, der überhaupt erstmal attraktiv für Frauen ist, sodass du überhaupt erstmal Sex mit Frauen haben kannst. Und wenn du wissen willst, wie du ein Mann wirst, der automatisch attraktiv auf tolle Frauen wirkt, hol dir meine 3 Schritte, wie du zu so einem Mann wirst, und finde raus, was für dich der logische nächste Schritt, den du gehen musst, um dieser Mann zu werden. Und jeder Mann muss diese 3 Schritte gehen. Also hol dir die Schritte unten in der Infobox oder hier oben bei dem i kannst du dir kostenlos herunterladen. Ja, gerade Männer, die eben noch nicht so viel Sex hatten, noch nicht so viel Erfahrung, die wissen nicht genau, was kann ich machen. Und man muss auch vorher sagen, es gibt ja, wir alle sind so ein bisschen geschädigt durch die Pornoindustrie. Denn in der Pornoindustrie wird ein richtig schlechtes Bild von, was heißt ein richtig schlechtes Bild? Ein bestimmtes Bild vermittelt, wie Sex auszusehen hat. Wie das Ganze funktioniert, so mit, keine Ahnung, mit allem drum und dran. Und viele Männer sind einfach überfordert. Viele Männer wissen gar nicht mehr genau, wie soll ich denn, wie agiere ich denn jetzt wirklich im Bett? Muss ich das alles machen? Wollen das Frauen wirklich? Läuft so Sex ab? Und das führt einfach zu so einer großen Unsicherheit. Ja? Und gleich mal vorweg, wenn der Sex mit einer Frau schlecht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Frau ein zweites Mal Sex hat mit dir, eher gering. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass der Sex irgendwo gut ist. So, jetzt, wie kannst du dafür sorgen, dass Sex gut wird? Erstmal, schau mal auf der Webseite yourbrainonporn.com vorbei. Denn das ist auch der erste Tipp. Hör unbedingt auf, dir Pornos anzuschauen. Pornos, und wenn du mal auf diese Seite schaust, dann wirst du erfahren, wie schädlich Pornos für dich sind. Nicht nur, weil du ein völlig falsches Bild hast von Frauen, sondern auch, weil deine, ich weiß nicht mehr, wie genau das war, Pornos programmieren dich auf eine bestimmte Art und Weise um. Und ganz viele Männer können dann zum Beispiel irgendwann beim normalen Sex gar keinen wirklichen Ständer mehr haben, weil sie Pornos gewöhnt sind, wo sie einfach alle 2 Minuten sich einen neuen Porno anschauen können, wo sie quasi auf vielfältigste Art und Weise stimuliert werden in sexueller Hinsicht. Und deswegen, wenn diese ganzen Stimuli nicht da sind, dann steht der Schwanz gar nicht mehr wirklich. Und das ist etwas, was extrem abtörnend ist natürlich für eine Frau, wenn du Sex mit ihr haben willst, aber du kriegst keinen Steifen. Ja, und ein Grund ist eben, sind Pornos. Es gibt noch viele weitere Gründe, warum Pornos extrem schlecht sind. Das aber einer der wichtigsten. Aber schau unbedingt mal auf die Seite yourbrainonporn.com. Werde ich auch mal unten in der Infobox verlinken. So, jetzt, wie kannst du denn eine gewisse Sicherheit beim Thema Sex gewinnen? Das erste ist natürlich, dass du dich ein bisschen informierst, was Frauen wollen. Und der einfachste Weg ist, indem du Frauen fragst, was sie wollen. Indem du erstmal vielleicht grundsätzlich deine guten Freundinnen so fragst und so sagst, hey, sag mal, was ist dir beim Sex wichtig? Was magst du? Was magst du, was ein Mann macht? Was magst du, was ein Mann nicht macht? Frag da ruhig mal ein paar Frauen und einfach so zeig Interesse. Frauen unterhalten sich unglaublich gerne über das Thema Sex. Und Frauen werden dir darauf auf jeden Fall eine Antwort geben. Was ich auch ganz gerne mache, ist einfach, dass ich entweder schon, bevor ich Sex mit einer Frau habe, auf einem Date, also wenn eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo klar ist, dass wir Sex haben werden, dann sage ich, hey, pass auf, ich will einfach, dass wir von Anfang an gut harmonieren. Und deswegen, was magst du, was magst du nicht? Wenn dir das vor dem Sex zu heikel ist, sprich das Thema auch gerne nach dem ersten Mal Sex an. Und dann wird dir eine Frau erzählen, was sie mag.
beziehungsweise was sie nicht mag. Und wenn du merkst, sie ist schüchtern und sie rückt nicht so wirklich damit raus, erzähl du als erstes. Erzähl einfach so, ja, ich mag dies und das, die Stellung mag ich, die Art mag ich, ich mag Blowjobs, ich mag dies, ich mag das. Ich mag es nicht, Frau zu lecken, aber nur, wenn sie unten rasiert ist und so weiter und so fort. Und einfach, dann weißt du oder dann weiß sie, das sind die Parameter. Das mag er, das kann ich machen, das nicht und so weiter und so fort. Ja? Und dann lässt du sie auch erzählen, was sie mag. Ob sie mehr versauten Sex mag, mehr spielerischen Sex, mehr Kuschelsex und so weiter und so fort. Und dann kannst du ihr genau das geben und der Sex wird automatisch besser werden, weil du ihr das ein Stück weit geben kannst. Natürlich nur ein Stück weit, denn du musst ja auch auf deine eigenen Bedürfnisse gucken. Aber du kannst ihr ein Stück weit das geben, was sie braucht, um wirklich Spaß zu haben beim Thema Sex. Das heißt, das ist etwas sehr wichtig. Der offene Umgang mit dem Thema, der offene spielerische Umgang damit, also gar nicht so ernst mit dem Thema umzugehen, sondern Späße drüber zu machen. Und glaub mir, es gibt nichts Schöneres, als mit einer Frau nach dem Sex im Bett zu liegen und nochmal über den Sex zu quatschen und zu sagen, ah, das an der Stelle und da kurz drüber zu lachen. Oder wenn man mal zu früh kommt, einfach so einen Witz drüber machen und gemeinsam da liegen und drüber lachen und so. Das ist geil, das ist attraktiv und dann, ja, so wird der Sex mit der Zeit immer besser. Und wenn du regelmäßig Frauen fragst, was sie wollen, bekommst du irgendwann so ein Gespür dafür und auch so eine Sicherheit im Umgang mit dem Thema. Und diese Sicherheit, die wirkt sich natürlich auf dein komplettes Leben, auf deinen kompletten Flirt aus. Denn wenn du weißt, hey, Sex ist ein Thema für mich, wo ich mit einer freudigen Erwartung rangehen kann, wo ich weiß, es wird schön, dann kannst du automatisch lockerer auf den Weg zum Sex sein, weil ein Stück weit an Druck von dir oder weil du ein Stück weit an Druck von dir selbst nimmst. Also nimm diese Tipps mit und wenn ein Tipp dabei war, dir gefallen hat, lass mir auch einen Daumen nach oben da, schreib mir in die Kommentare, wie du mit dem Thema insgesamt umgehst und wenn du wissen willst, wie du ein Mann wärst, der attraktiv ist für Frauen, sodass du erstmal Sex haben kannst, also wie du ein authentischer Typ wirst, check meine 3 Schritte, wie du zu diesem Mann wirst, finde raus, wo du gerade bist und was dein nächster logischer Schritt ist, um dieser Mann zu werden. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist CB Heindl. Schön, dass du hier warst. Küsschen. Ciao.